Ich heiße Christian Schröder und studiere Elektrochemie und Galvanotechnik an der Technischen Universität Ilmenau. Ich bin derzeit im zweiten Semester Master und will mich danach in den Bereich Batterietechnik vertiefen. Das Besondere an diesem Studiengang ist erstmal, dass er einzigartig in Deutschland ist. Was ihn aber eigentlich besonders macht, ist, dass man in sehr kleinen Gruppen an einem sehr guten Fachgebiet studiert, sehr viel Praxisbezug hat und auch Kontakte zur Industrie gekriegt werden. Als ich dann noch mit Professor Bund kommuniziert habe über den Studiengang, war mir eigentlich klar, dass ich hier meinen Master machen will. In Zukunft, denke ich, wird die Batterietechnik weiter an Bedeutung gewinnen, da man immer mehr auf erneuerbare Energien setzen will und die auch irgendwo zwischenspeichern muss. Auch wenn man weg von fossilen Energieträgern für die Mobilität will, ist es notwendig, dass man da andere Methoden findet. Und da, denke ich, sind Batterien doch einer der vielversprechendsten Kandidaten. Ilmenau ist eine großartige Stadt zum Studieren. Dadurch, dass es recht klein ist, hat man kurze Wege zwischen allen Dingen, die man für sein tägliches Leben braucht. Egal, ob es Freizeitgestaltung ist, Einkaufen oder auch der tägliche Weg zur Uni. Ich würde das Studium der Elektrochemie und Galvanotechnik jedem empfehlen, der ein Interesse an Batterietechnik, aber auch an Oberflächentechnik hat. Da man hier an der Universität Ilmenau am Fachgebiet für Elektrochemie und Galvanotechnik eine sehr fundierte Ausbildung hat, mit sehr viel Praxisbezug, aber durch die große Anzahl an Wahlfächern sein Studium auch sehr individuell gestalten kann.